Ja, hallo, guten Tag. Darf Sie ganz recht herzlich zu meinem Videoblog begrüßen und möchte heute auf einen Tagesordnungspunkt aus dem aktuellen Plenum eingehen und auch thematisieren. Am gestrigen Tage stand auf der Tagesordnung der Punkt Wahlalter ab 16 bei Kommunalwahlen und wir, die SPD-Landtagsfraktion und auch die Grünen, möchten bei den nächsten Kommunalwahlen 2014 das Wahlalter auf 16 absenken, denn, und das begründen wir mit vielen, vielen Punkten, die Jugendlichen sind heute wesentlich weiter, als das vor Jahrzehnten war. Wir müssen Jugendliche so früh wie möglich an demokratischen Entscheidungsprozessen teilhaben lassen. Wir müssen sie in ihren Aussagen stärken und wir müssen sie ja vor allen Dingen mitentscheiden lassen. Das ist uns wichtig. Jugendliche haben das Potenzial dazu und ein wichtiger Punkt und ein wichtiges Argument ist, es geht uns um ein Wahlrecht und nicht um eine Wahlpflicht. Der Jugendliche, der sich entscheidet, zur Wahl zu gehen, soll das tun mit gutem Recht und ja, leider Gottes muss man sagen, wurde in der Debatte von der CDU klar signalisiert, dass sie das Wahlalter mit 16 ablehnen. Sie wollen es bei dem Alter mit 18 belassen. Wir bedauern dies sehr. Für eine Verfassungsänderung brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit und somit die Stimmen der CDU-Opposition. Sie verweigern sie. Ich betitle es als eine Bastardpolitik, eine Verteidigungspolitik gegen die Jugendlichen und bin sehr, sehr enttäuscht über die gestrige Debatte, denn wir trauen Jugendlichen mit 16 Jahren sehr, sehr viel zu und würden sie gerne bei den nächsten Kommunalwahlen an die Wahlurne lassen. Und ja, wenn ihr Lust habt, die gestrige Debatte anzuschauen, dann geht doch auf www.landtag-rlp.de und dort könnt ihr im Livestream die ganze Debatte anschauen. Vielen Dank.